Und jetzt, wie versprochen, schauen wir auf SMA Solar. Und dazu spreche ich jetzt mit Florian Söllner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Söllner, es gibt Neuigkeiten zu SMA. Der Vorstand hat die Umsatzprognose gesenkt. Können Sie ein bisschen mehr uns dazu verraten? Genau, er hat überraschend jetzt eigentlich, die Zahlen standen ja an für 7.8. Jetzt überraschend schon vorab die Zahlen. Erneut eine Gewinnwarnung letztlich. Das ist nicht die erste von SMA Solar. SMA Solar hatte die ganzen letzten Jahre schon Probleme, verliert massiv Marktanteile. In besten Zeiten hatte man mal einen Weltmarktanteil von 30-40%. Jetzt hat man noch rund 15%. Und jetzt hat der Vorstand eben mitgeteilt, dieses Jahr wird man doch keinen Gewinn mehr machen, sondern wahrscheinlich sogar einen Verlust machen. Er hat ja verschiedene Messen gesprochen und hat festgestellt, die Nachfrage nach solchen Produkten ist einfach nicht mehr so groß, nach Solarwechselrichtern. SMA Solar hat nochmal darauf hingewiesen, dass man eben auch in den ausländischen Märkten weniger Marge erzielt, sprich man kann seine Solarwechselrichter nicht so teuer verkaufen wie im deutschen, europäischen Markt. Und eben der europäische und deutsche Markt, wir hatten hier auch immer wieder darüber berichtet, bricht weiterhin massiv ein, zuletzt nochmal im Monatsvergleich, im Vergleich zum Vorjahresmonat um 52% weniger Solaranlagen wurden installiert in Deutschland. Davon ist SMA Solar einfach abhängig, macht immer noch 60% seiner Umsätze im europäischen Markt. Jetzt, wie gesagt, durch eine drastische Umsatz- und Gewinnwarnung, der Kurs rutscht nach unten weg. Die Aktie hatte sich zwischenzeitlich mal stabilisiert. Wir hatten sogar mal darauf hingewiesen, dass es ein Kaufsignal im Chart gab, kurzfristig für Trader das Papier mal interessant war. Das hatte sich aber nicht bestätigt. Der Kurs ging nach unten wieder unter die 200-Tage-Linie. Da war das Szenario schon wieder vorbei. Da hätte man spätestens aussteigen müssen, wer denn überhaupt investiert ist. Für Investoren raten wir seit längerem, das Papier zu meiden. Daran hat sich natürlich nichts geändert. Mit dem heutigen Tag wird es noch mal klarer. Es ist einfach zu früh, auf den Turnaround zu setzen bei SMA Solar. Man hat zwar einen Partner gefunden, ja mittlerweile mit Danfoss, und will ja auch versuchen, im chinesischen Markt, im asiatischen Markt Fuß zu fassen. Aber das ist das Hauptproblem, das konnte man nicht lösen, dass dort die SMA-Wechselrichter einfach nicht so verkauft werden, dass man im chinesischen Markt einfach sehr viele Konkurrenten hat. Hier gibt es hunderte, tausende, die ähnliche Inverter anbieten. Also es bleibt schwierig für SMA Solar, man baut jetzt um, baut Mitarbeiter ab. Charttechnisch ganz klar die Luft raus, schon seit längerem im Übrigen, nicht erst seit heute. Und ganz klar das Papier weiterhin meiden. So die Einschätzungen von Florian Söllner. Besten Dank dafür. Gerne.